klasse Leistung, auf jeden Fall. Definitiv. Und wir schauen natürlich auch mit einem Auge auf die Parallelspiele, denn, jetzt schauen wir hier mal drauf. Das ist die 180. Sehr schöne Darts. Marcel Steinacher, der nach 9 Darts direkt auf 164 steht. Das ist mal eine Ansage. Das ist eine Ansage, auch nach 9 Darts auf 112 im Schnitt oder noch steigern können. Denn die Gegner werden ja immer besser, desto weiter das Turnier geht. Absolut. Dann schauen wir hier auf die 116, die Triple, 19 Pass, Tops für den Marcel und die macht er. Super, 15 Darts, hijacked. Aufs 1-0. Break. Klasse Leg von Marcel. Aber es gibt wieder 6 Darts für Marcel Steinacher. 84 Rest, das ist die 60 für die Doppel 12. Nächstes Hijack. 15 Darts. Back to back, 15 Darts. Genau. In meinen Augen zum Anspielen. Aber Marcel, eiskalt. 15 Darts, 15 Darts, 16 Darts. Und da mal schauen, ob Milan jetzt das Match noch etwas am Leben erhalten kann, indem er 78 Punkte checkt. Super erster, Doppel 12. Und kann es mit 2 Darts checken und verkürzt auf 3:1. 3:1. Wieder nicht drin. Jetzt haben wir Milan auf der Doppel 1. Erster ist sehr hoch. Zweiter drin. 3:2, also zu verkürzt. Seine Matchstarts aus und lässt Milan weiterleben. 60 Punkte. Sehen wir jetzt einen Decider. 60 für Tops. Er ist weit unterworfen, Doppel 10. Der passt. 3:3 und damit ist das Spiel wirklich im Decider. Nachdem der Marcel Steinacher bereits 3:0 vor war und etliche Matchstarts vergeben hat. Da weit weg, es waren die Nerven, sind hier schon sehr angespannt. Merkt man bei beiden. Ja, Marcel nimmt sich jetzt nochmal viel Zeit. Doppel 10. Und er macht's. Und er macht's. Das gibt's ja gar nicht. Aus einer 3:0-Führung lässt er den Gegner nochmal auf 3:3 kommen, überlebt selber Matchstarts, nachdem er unzählige vergibt, aber setzt sich dann 4:3 durch. Wir sehen es hier an Bord. Am liebsten alle Doppel rausschneiden. Ja, aber jetzt ist er, glaube ich, einfach froh, dass er den jetzt doch noch getroffen hat. Dass das noch gut ging. Ganz egal, wie viel er vorher hatte. Definitiv. Kathi, danke, dass das jetzt so ein Nervenkrimi wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nein, damit habe ich auch nicht gerechnet. Den ersten 3 Legs, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der spielt in 3 Legs 2 High Finishes, 15, 15, 16. Ja, einen knapp Average 100 Schnitt. Von der hätte, wenn er die 92 aus 4-0 macht, spielt er einen 90er Schnitt. Ja. So hat er jetzt nochmal 2 Matchstarts gegen sich. Und das ist das Geile am Dartsport, es tut mir leid. Das ist die Faszination Darts, ja. Das macht's aus. Ja, das ist genau die Achterbahnfahrt, von der ich gesprochen habe. Ich würde sagen, wir schnaufen jetzt alle noch mal kurz durch. Es geht dann weiter im U18 Teamfinale zwischen dem Team Pineapple Pizza und Kernöl. Österreichische Beteiligung auf beide Seiten. Aber jetzt haben wir uns mal eine kurze Durchschnaufpause definitiv verdient. Danke Kathi, hat mich gefreut. Ich glaube, wir werden uns nachher eventuell eh auch noch mal hören. Sehr gerne, ja. Danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Und wir hören uns in Kürze wieder.